Das war, ich weiß nicht, vor einem Jahr knapp eine Schnapsidee, dass wir hier mal ein Fest machen wollen. Unglaublich, was in den letzten Wochen passiert ist. Damit hätte ich niemals gerechnet und deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Moin Moin und herzlich willkommen in den Vier- und Marschland in Hamburg. Wir sind die Familie Blumenberg und es ist wieder Vlogzeit. Also die Blockzeit ist auf jeden Fall 740317. Und heute fahren wir zu einem ganz besonderen Sommerfest. Dafür müssen wir aber erstmal raus aus den vier Landen und auf die Elbfähre. Und warum das Sommerfest so besonders ist, das seht ihr gleich. Also kommt mal mit. Also es geht hier schon mal super weiter. Ich bin an der Elbfähre runtergegangen, um ein paar Bilder zu machen von der einfahrenden Fähre und bin ohne Scheiß voll in Dreck geflogen. Aber wir sind jetzt hier am Schafstall im Büsenbachtal und was das hier für ein Sommerfest ist, seht ihr immer noch gleich. Vielleicht kommt ihr ja schon drauf. Schon läuft schon wieder? Ja, schön, natürlich. Also, und da bin ich dann drauf jetzt. So, ich habe es schon mal geschafft, von dem Typen mit den Elbmodder-Klamotten, die nach Fisch riechen, zu dem Typen mit den nassen Klamotten zu werden. Aber dem Wetter ist das alles nicht so das Problem. Hier ist heute übrigens, um es endlich mal zu cracken, das Bitcoin-Sommerfest. Was das bedeutet, seht ihr im Laufe des Tages. Ich muss erst mal in die Sonne und trocknen. Was bedeutet Bitcoin für dich in einem Satz? Ich würde sagen, Bitcoin ist Freiheit und Unabhängigkeit. Freiheit. Bitcoin für mich ist die Möglichkeit, Staat und Geld zu trennen. Was kann Bitcoin? Bitcoin ermöglicht mir, das alte Regelwerk, was unser altes System hat, dagegen zu arbeiten. Also ein faires Geldsystem, als wir es davor haben. Was kann Bitcoin? Alles und nix. Bitcoin kann den Staat und Geld trennen. Bitcoin-Kurs Ende des Jahres? Oh. In Euro? In Euro? Keine Ahnung. Ich schätze 40.000. 120.000. Keinen Plan. Weiß ich nicht. Ist aber auch egal. Möchtest du eine Range angeben von bis? Ja, ein Bitcoin werden 100 Millionen Satz sein. Roadrunner. Christo, ich bin meiner. Tut mir leid. Dennis vom BTC Pay Server. Geil, ein trockenes T-Shirt. Genau. So, dank den Jungs von 21 schon mal ein trockenes Shirt. Represent. So, ich muss mal wieder ein bisschen hier ins Abseits gehen, um euch einen kurzen Zwischenstand zu geben. Also, wir sind hier auf dem Bitcoin-Sommerfest, mitten in der Lüneburger Heide. Es ist total schön hier, weil das Wetter richtig knallt. Und hier sind so viele coole Aktionen aufgebaut, neben leckerem Kaffee, Kuchen, Bierchen und allem drum und dran. Halten ein Bitcoin-Miner, also ein echter Bitcoin-Miner und auch ein Holz-Miner, wo das Bitcoin-Mining veranschaulicht wird. Und ich kann es noch gar nicht fassen, Carlotta hat gerade einen von zwei möglichen Blocks heute gefunden. Die hat ein bisschen rumprobiert und sie hat die richtige Lösung gefunden. Und die Wahrscheinlichkeit ist 4 hoch 4 oder sowas. Also echt schwierig, da den richtigen Block zu finden. Und sie hat ein bisschen rumprobiert und zack, hat ihn gefunden. Ich hab Bitbox gewonnen. Wie geil ist das denn? Ich freu mich total. Gefunden. Hau doch mal drauf, das Slave weiß, was los ist. Du hast deine eigene Wallet jetzt. Da packen wir gleich ein paar Sats drauf. Das ist kein Scheiß. Ich hab das nicht richtig gehört. Kannst du da mal raufhauen, mal ein bisschen länger halten? Der Block ist gefunden, ich glaub's doch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du, wie unwahrscheinlich das ist, dass du das? Das ist ja unglaublich. Herzlichen Glückwunsch. Und ansonsten ist es hier überhaupt eine sehr schöne Atmosphäre. Viele nette Leute. Viel zum Erleben, viel zum Anfassen. Man kann hier mitten in der Lüneburger Heide mit Lightning, also mit echten Bitcoins, bezahlen über das Lightning-Netzwerk. Das ist auch meine Zahlung. Also mega geil, wenn du kein Internet hast. Das Ding fährt so schnell hoch, wenn du es ausmachst, hier an der Seite wieder hoch. Okay. Das ist in einer Sekunde da.
Es läuft richtig gut. Okay, das ist alles. Alles klar. Weil du kannst dich bewegen. Jawohl. 21.000 Satz. Sind rüber groß, oder was? Ja, sollten. Das geht mal gar nicht. Ist korrekt. Ihr dürft euch beide eine Pille rausnehmen. Geil. Ja, aber die Technik ist mega. Also Mastering, Bitcoin. Das andere war? Und ich muss gleich einen kleinen Vortrag halten zur österreichischen Schule. Den kann ich leider nicht filmen, weil ich mich ja selber nicht filmen kann beim Vortrag halten. Aber es finden ja auch noch weitere Treffen statt und ich werde mal gucken, was hier sonst noch so heute alles passiert. Ich meine, Carlotta hat einen Block gefunden. Das ist so unwahrscheinlich. Geil. Sehr geil. Naturtalent. Achso, ich muss hier mal so ein bisschen ins Abseits gehen, weil hier auch viele Leute sind, die sehr großen Wert auf ihre Privatsphäre legen und das respektiere ich natürlich. Deswegen sind hier teilweise vielleicht auch Gesichter mal verschwommen oder sowas. Das war, ich weiß nicht, vor einem Jahr knapp eine Schnapsidee, dass wir hier mal ein Fest machen wollen. Unglaublich, was in den letzten Wochen passiert ist. Damit hätte ich niemals gerechnet und deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Wir freuen uns sehr. Ich hack jetzt einfach die Blockchain. Bitte, da ist sie. Ich habe einfach 60 Blöcke gehackt mit allen Seeds, allen Private Keys, die dahinter stecken, allen Transaktionen und habe sie in diese Blöcke reingesetzt. Diese Blöcke könnt ihr gewinnen. Wir haben dazu ein paar Spiele vorbereitet. Ihr seht auf der einen Seite, auf der linken Seite in diesem Infobereich da oben, da seht ihr die Shitcoin Dreams. In den Ballons sind kleine Papierkügelchen. Da drinnen steht, entweder habt ihr jetzt gerade einen Shitcoin-Traum zerplatzen lassen oder ihr habt eine Blocknummer gewonnen. Ja? Die Blocknummern stehen unter den Blöcken da. Da müsst ihr einfach drunter gucken und dann habt ihr eine passende einen Zettel mit der Blocknummer und dann guckt ihr, welcher Block gehört euch. Und versprochen, in jedem Block ist ein ganzer Bitcoin. Was? Versprochen. Mehr sage ich dazu nicht. Es gibt noch ganz viele andere Gimmicks. Wir fangen auch an um 14 Uhr mit unserem Kameramann Ingo. Ich nenne ihn immer so liebevoll Ingo von Mises, weil er für mich seit 10 Jahren ist er für mich österreichische Schule. Ich habe ihn damals kennengelernt in der Zeit. Und seitdem ist er für mich so, oh, österreichische Schule, wenn ich Fragen habe, sofort zu Ingo, mein Ingo von Mises, mega gut. Von daher freue ich mich sehr, dass du den ersten Vortrag dann gegen 14 Uhr halten wirst über die österreichische Schule. Zweiter Vortrag dann über die aktuelle Situation, Inflation, was passiert gerade in unserem Geldsystem, was passiert gerade auf unseren Märkten. Dritter Vortrag, Bitcoin als Lösung, was können wir machen, wie können wir es machen, was bietet Bitcoin in diesem Moment für uns als Werkzeug, um da vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken. Und vierter Vortrag, wie gesagt, Christo, der dann so ein bisschen über das Mining erzählt. Genießt den Tag, quatscht viel, lernt viel und wenn am Ende jemand hier eine Wallet installiert hat und mit Satoshis einmal irgendwas bezahlt hat und nach Hause geht und sagt, ey, okay, im Fernsehen läuft jetzt Bitcoin, ist schlecht, man kann damit nicht bezahlen, dann haben wir es besser erlebt. Ja? Und das ist das, was wir heute erreichen wollen, dass wir merken, Bitcoin ist genial. Ja? Bitcoin zum Anfassen. Vielen Dank, viel Spaß heute. Damit die Kinder noch ein bisschen Auslauf kriegen und wir noch eine Chance haben, ein bisschen was zu gewinnen, gehen wir jetzt erstmal die Schnitzeljagd machen. Wir haben uns die leichte Variante ausgesucht. Psst. Hier geradeaus. Ja. Und dann hier. Hier ist so ein Baum und hier ist weiß, hier ist eine Brücke und hier auch. Rätsel des Mittels. Und da. Tika, was ist eine Bitcoin-Not? Weiß ich nicht. Die Brücke ist gar nicht mehr weit. Lauf da einfach an. Kinder, wer ist der Erfinder von Bitcoin? Weiß ich nicht. Satoshi Nakamoto. Sehr gut, Carlotta. Richtig? Na klar. Okay, also hier lang. Dann ja. Los. Wow. So. Boah, was ist das denn? Also du bist heute ein krasses Glückskind, oder? Du bist auch sowas von Glückskind. Carlotta, ich ahne ja, worum es hier geht. Dann später, 17 Uhr, Mucke. Ich sag euch das, Leute. Ey, ihr müsst jetzt alle mitmachen. Wir brauchen hier richtig Unterstützung. Ihr kennt den Text. Spread, clap, rap. Ja. Macht mal bitte richtig, richtig Lärm für Moritz.
So, das ist dein Applaus. Danke, danke, danke. Das hast du fantastisch gemacht. Moritz ist 12 Jahre alt. Kurzer Stop, bitte. Moritz ist 12. Dreh die Zahlen mal um. So, dann haben wir es. Danke, danke. Ey, Moritz, grandios, was du geleistet hast. Sauber. Applaus für Moritz. Danke schön, danke. Wollen wir gleich weitermachen? Stack die Sets. Okay, dann stack Sets. Ich will das einmal machen, weil es einfach so geil ist. Es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoin. Das war fast gut, aber das machen wir nochmal. Es gibt Bitcoin, es gibt Shitcoins. Ist egal, welche Zahl deine Swatch zeigt. Ab heute gilt die Blockzeit. Ab heute gilt die Blockzeit. Ab heute gilt die Blockzeit. Und alle jetzt aber. Oh no.